Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge bei den Dudatov Brothers. Wir fahren jetzt nach Aachen. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, die mir auf Instagram folgen. Wir treffen uns jetzt mit Felix Sturm, Kerem Engizek und Ringlife zu einer Boxautomat-Challenge im Profit in Aachen. Das ist ein Supplement-Store. Viele fragen sich wahrscheinlich gerade, was hat der Junge an seiner Hand? Ich habe mir den Daumen gebrochen. Aber dazu komme ich später nochmal, weil jetzt gerade fehlt mir einfach die Kraft. Wir fangen an zu ringen, ich gebe den Takedown und meine Hand da drüber so. Ich werfe den auf den Boden und während ich falle, und der Junge wiegt so 100 Kilo. Während ich hier werfe, boom, der fällt und ich falle genau auf meinen Daumen, Bogen knackst, Knochen rutscht nach oben. Und es ist Jungen. Guck, nicht, dass dir das hier passiert, deswegen. Mauer. Ich hatte genau das gleiche beim Boxen. Ehrlich? Ich zeig dir mal, was du gebucht hast. Die haben mir gestern auch. Ist dir das Gelenk rausgeschnitten? Ja, das ist mir nach hinten gerutscht. Oder? Genau. Hört auf mit Kampfsport. Mal allgemein, hört auf mit Sport allgemein. Bleibt einfach zu Hause sitzen, dann verletzt ihr euch nicht. Genau dasselbe Art Job. Weißt du, was ich das hatte? Ich hatte das 1997 in England, ist mir das passiert. Weißt du, was, wie ich mich verletzt habe? Ja. Ich war vorgestern beim Videoschneiden. Ich habe die Maus nicht richtig erwischt. Jetzt tut mir mein Finger weh. Aber ich trainiere ganz normal weiter. Auf Ernst? Auf Ernst? Ja, ja, klar. Ich hab beim Schneiden habe ich viel zu sehr an die Maus getippt, weißt du? Und seitdem tut mir mein Finger weh. Ist eine OP von halbe Stunde, meinte der. Ist nichts Großes, aber trotzdem. Er sieht aus, als würde er schon sterben, also so rot und blau wie der ist. Der ist auch so fett angeschwollen. Das Problem ist, der Knochen von hier ist nach hinten gerutscht. Und der ist hier oben, oder? Weißt du, also der ist an der Kuppel. Seht ihr, Leute? Von allen Regeln, die hier gezeigt werden, ist ESN der Einzige, der einen Riegel hat. Von allen Marken, natürlich, die gezeigt worden. Und außerdem, was ist der Kerem jetzt? Zeig mal, was der Kerem ist. Ein Snickers. Ja, lecker. Ich habe professionelle Karriere, 5 Jahre Türsteher, Automatenschläger, Digga. Ich habe jeden Abend, ich habe gar nicht als Türsteher gearbeitet, ich habe nur auf den Automaten gehauen. Ich habe die perfekte Technik raus. Deswegen würde ich sagen, du fängst als Erster an. Du schlägst als Erster und dann haben wir eine Aber ich will euch nicht demoralisieren, weißt du? Weil das wird dann ein bisschen, die Motivation sinkt danach. Oh! Ja, ich habe schon gewonnen, hört auf einfach. Hey, warte! Hey, ich geh nach Hause, weil das war es offiziell beendet. Ich bin weg, Alter. Geht sofort weiter. Fehler. Okay. Einfach auf locker 999. Du hast eigentlich schon gewonnen. Ich hab schon gewonnen. Ja. Aber wir müssen ein bisschen härter. Wir haben vergessen, dass wir das. 99 gehauen. Mit einer Ohrfeige, ne? Du hast jetzt hart gemacht, ne? Jetzt haben wir. Was ist doch Profi? Was jetzt ist doch Profi? Ja, ich mach danach noch mal. Jetzt bist du dran, Bro. Ich seh schon, das wird ein Duell jetzt hier gerade. Ja, jetzt wird's interessant, Leute. Auferfahren, hört langsam auf, langsam wird's ernst. Du hast ja gemeint, du die ersten 6 Schläge erstmal warm machen und so, ne? Ja, ich dachte, guck mal, so Joke entspannt, der hat das direkt voll ernst genommen. Ich hab meinen Pulver am Anfang verschossen. Das ist Kampf der Supplement-Marken. Wer hat den besseren Unterstützer hier? Okay, Jungs, ich muss nach Hause. Ich hab mich nicht getroffen. Ich glaube, ich habe mal von hier Anlauf genommen, glaube ich. Ein Bruder, darauf zu sagen, ich bin nur groß, Bruder. Der Schild sieht schon so groß aus. Der hat 8 Meter lange Beine. Der ist von Düsseldorf angelaufen. Oder was? Das ist kaputt! Ich schwöre, der ist kaputt gegangen! Ich glaube, ich habe ihn beim ersten Schlag kaputt gemacht. Ich hab das Ding durchgespielt, vorbei. Wieder geknackt! Das ist nicht immer in Folge, Alter! Ich kämpfe mit mir selber! Ich hab den Automaten durchgeschlagen, Alter. Der war das, ne? Ich hab einmal die Rekordwörter
komplett durchgeschlagen, ich habe gegen den Automaten geschlagen. Ja. Oh, das ist gerade richtig blau. Warte, wenn wir warten. Geht, ja. Ah? Nein, ich hab gesagt, Kerem haut am härtesten. Hauptsache, ich bin von uns der zweite Hälfte. Islam! 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 Krieg ich eine Uhr! Islam! 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 Was sein? Hamza, Kabib oder Hamza? Ich weiß ja nicht, ich dazu. Ja, wir gehen zu irgendwas was essen. Ja, Leute, wie ich gesagt habe, Kerem hat den ersten Platz geholt, ich habe den zweiten Platz geholt. Ja, ich wusste schon, dass der Junge gut in Shape ist, was das angeht. Er hat einen sehr starken Boost. Warte, nochmal, ich hab gar nicht gehört. Warte mal, hat der erste von wegen Edmunds gekillt, der 999 gemacht hat? Natürlich nicht, Mann. Das war ja Linksschlag. Das war ja nicht so. Ich hab jetzt nicht mitbekommen, wer gewonnen hat. Achso, ich meinte, ich hab gewonnen, du bist zweiter Platz gewonnen. Achso, ich bin, glaube ich, K.O. gegangen gerade, ne? Ich will es jetzt nicht auf die Hand schieben, ne? Ich will jetzt nicht sagen, es lag daran, dass meine Hand kaputt ist, aber... Es lag daran, dass meine Hand kaputt ist. Es lag daran, dass meine Hand kaputt ist. Nein, Spaß, nein. Aber ich habe ja gesagt, Kerem hat einen sehr harten Schlag, ich weiß das ja. Hat Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. Wenn du jetzt rein auf der Boxerische guckst, ne, hat er sowieso am besten geschlagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir machen das bald wieder, so, bis die Hand ein bisschen okay ist. Und dann arbeite ich ein bisschen an seiner Technik. Du hast einen breiten Schritt. Der explodiert dich in der Hüfte, pass auf, da kommt richtig Dampf, dann brechen wir mit Kerem zurück. 100%. Und wir dürfen heute nicht vergessen, ne? Ich wollte das heute nicht blamieren, ich habe meinen Sohn nicht mitmachen lassen. Er ist erst 13, so, das wäre extrem unfair geworden. So, wir wollen, Edmund war schon am Anfang ein bisschen nervös, hätte ich nochmal mitmachen lassen. Ich hatte schon ein gutes Gefühl dabei, warum ich nervös war. Ihr habt alle Auge gemacht. Ja. Pocht oder was? Kann nicht schließen gerade, ja. Pocht, ne? Bei mir pocht auch. Bro, ich kann nicht schließen. Ah, okay, ekelhaft, ja. Da siehst du, wenn ich schließe, kommt hier ein bisschen. Bruder, mach mal das Kippen dran, ne? Ja. Dankeschön, dass du das verloren hast. Dankeschön, dieser gute Verlierer. Danke. Ich bin ein guter Gewinner, ich sag doch noch. Ich bin auch ein guter Gewinner. Hätte er gewonnen. Ja, stimmt. Okay, wie geht das hin? So, jetzt geht's nach Düsseldorf. Zu mir in den Laden, erstmal Haare schneiden. Und dann sind wir da bei Glory 86, wo mein Bruder, falls es 86 ist, ich glaube, ich habe es im Kopf gehabt. Auf jeden Fall, wo mein Bruder Ahmed Sheikh Musa heute um den Titel kämpfen wird. Und ja, let's go, Ahmed. Wir fahren jetzt kurz zu mir, wir ziehen uns um und dann fahren wir zur Kampfveranstaltung. Wenn die Jungs gekämpft haben, dann gehen wir was essen. So Leute, ich ziehe mich dann eben kurz um. So schnell geht das, wenn man Islam Water heißt. Alles, dieses Auto muss verkauft werden, lass stehen für 2 Mille. Lässt es stehen? 12 Cent. Für dieses Auto, ich gebe nicht mal 12 Cent. Ja, wir sind hier in Essen. Und wir essen. In der Stadt von meinem Bruder Schumbo. Und teils. Oder ist ich will meine Nudeln selber bestimmen, das geht ja, ne? Eigentlich nicht. Aber habe ich ja schon öfter gemacht. Ja, das machen wir nicht. Also müsstest du schon irgendeine Grundlage haben. Wir zahlen auch extra. Wird auch teuer, wenn du das selber machst. Teuer, teurer, am teuersten. Oh, ihr seid anstrengend. Danke. Einmal Spaghetti bitte, Tomatensahne. Ja. Paprika. Ja. Hähnchenbrust und Gambas. Bitte? Boah, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist mein Magen. Okay. Das geht, in meinem Magen. Ja, bitte? Bitte doppelte Portion, ja? Von was? Nicht so, so. Von was? Von dem Ganzen? Alles. Okay. Zweimal das bitte. Aber zweimal. Nein. Das doppelt. Zweimal für zwei Personen. Also doppelte Portion für zwei Personen, aber einmal mit Penne Nudeln. Machst du zweimal Penne Nudeln? Was? Also Wasser. Hier, der will auch, hat auch Hunger, oder darf der nicht? Nee, aber ihr seid ja gerade am Bestellen. Also 7 Uhr, bitte. Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne mit. Ja. Für dich? Auch Wasser mit Sprudel. Digga, du sollst was zu essen bestellen. Achso, Essen. Einmal bitte Penne, Quattro Formaggi, kann ich dazu Hähnchen noch drin haben? Hier, der Kollege macht das gut.
Der ist ja auch Kameramann, ja, der muss auch bestimmt sein. Der ist ganz einfach. Schein, was sagst du, ist das eine große Portion? Ich hoffe es, ja. Ich schicke die jetzt wieder rein in die Küche. Machen wir das mal in eine Runde, wenn wir hier fertig sind. Dann gehen wir Richtung Halle, wo unser Bruder Ahmed kämpfen wird. Ja, und dann hoffen wir mal inshallah, dass der Ahmed das heute macht. Aber wir sind da guter Dinge, deswegen okay. Ahmed macht das schon. Kann man nicht da rein, rechts? Kann man da rechts rein? Nein, ich werde die Höfe veranstalten. Besucher auf B2. Hey, so lange, so gut, wie geht's bei dir? Ich habe deinen Kampf mal gesehen gerade, ja. Glückwunsch, Bruder. Dankeschön, dankeschön. Aha, der Kampf war ein guter Kampf. Ja, war hart. So Kampf brauchen wir auch manchmal. Ja. Schöner Kampf, gut gemacht, Wallah, Bruder, sehr gut. Danke. Bruder, viel Erfolg, mein Bruder. Ich bin aufgeregt, glaubst du mir, ich bin aufgeregt, wie wenn ich selber kämpfe. Ja. So krass. Aber ich bin nicht so aufgeregt bei den anderen Kämpfen von ihm, weil ich weiß, wie fit der heute ist. Weißt du, ich weiß, wie fit der ist, deswegen bin ich heute nicht so krass aufgeregt, wie ich sonst aufgeregt war. Weil ich habe gesehen, wie viel der gemacht hat, weißt du? Zum Beispiel alleine diese Sache mit dem Gewicht. Er hatte schon 2 Tage vorher fast sein Gewicht gehabt. Mhm. Also, das ist schon sehr, der hat sich schon gut darauf vorbereitet. Wenn du willst, geh ich schlafen. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Bruder, ich will gar nicht sterben, Bruder. Ich kenne das selber, Bruder. Wenn ich selber aufnehme, Bruder. Ist richtig stark, Bruder. Weißt du, deswegen, Bruder, ich will gar nicht den Jungen seinen Fokus nehmen. So, komm, Bruder. Ich, okay, der kommt gleich. Ich bin froh, Bruder, wenn der Junge seinen Kampf sauber macht. Das reicht mir. Mach der, Bruder. Mach der. Ist alles geschrieben, Bruder. Alles geschrieben für dich. Heute ist dein Tag. And he puts his undefeated glory record on the line. Here is Ahmed Chick Musa! Let's go! Der Titel kommt nach Deutschland! Geile Runde auf jeden Fall, ja. Das Ding ist, die Runden sind so ausgeglichen noch, weißt du? Man kann nicht genau sagen, wer jetzt die Runde dominanter geschaltet hat. Bei Kickboxen zählt viel Aggression, weißt du, wer nach vorne geht, immer nach vorne geht. In diesem einen Schlag hat er die Runde jetzt verloren, leider. Judges score the bout 48-46. The 3 remaining judges all have it 49-45. It's a unanimous decision. All for your winner. And still, featherweight champion of the world. Passiert. Muss man hinnehmen. Bruder, war ein krasser Kampf, 5 Runden Schlacht. Ahmed kam am Ende noch richtig stark raus. War fast kurz davor, den Kampf zu beenden. Aber Patches, hast du gesehen, Erfahrung. Klarer Punktsieg am Ende, aber war ein krasser Kampf, heftig, brutal. Starke Leistung von beiden. Ja? War ein enges Ding. Ich hätte Ahmed vom Herzen gegönnt. Aber wir hoffen auf einen Rückkampf. Ahmed ist marschiert wie ein Panzer. Unaufhaltbar. Hat auch Herz bewiesen, meiner Meinung nach. Rückkampf wird es anders aussehen. Ahmed, the golden boy, du bist die Zukunft, mein Bruder. Das wissen alle, der Titel gehört dir. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert was Schönes. Und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.